Hi YouTube, hier ist Lego Guide und heute präsentiere ich euch meine erste Lego Technik Sniper Rifle und das ist mein erstes Gewehr, das ich je gebaut habe. Natürlich nach der ersten Handfeuerwaffe und Bauanleitungen wird es zudem vielleicht geben, je nachdem wie es eben steht mit der Anfrage, Nachfrage und vielleicht wird es auch kein Stuff dafür geben, aber nicht traurig sein, ich werde noch mehr Waffen bauen, von dem her. Es wird auf jeden Fall mehrere Videos geben vom Zusammenbau. Deswegen einfach Geduld haben. Und dann würde ich sagen, wir reden nicht um den heißen Brei rum, sondern fangen gleich mal damit an. Und zwar ganz kurz, hier ist die Munition. Das ist einfach nur so ein 5er Liftarm mit einem halben 5er. Und das halbe da oben ist einfach nur wegen der Sicherung drin. Aber wenn nicht, wird es tatsächlich nicht richtig greifen. Und was nicht wirklich greift, das werde ich euch gleich zeigen. Deswegen schießen wir gleich mal los. So, das ist die Waffe an sich. Mit schönem Griff. Auslöser. Optik passt. Könntest du mal anschauen. Das ist der Lauf. Ja. Also, Laden geht folgendermaßen. Und zwar, ihr habt wie bei jeder echten Sniper auch hier den Ladevorgang mit diesem einen Hebel. Den tut ihr hoch, schiebt ihr nach hinten. So, hier hat er so eine Einrastfunktion. Da geht er nicht weiter. Da macht sich hier oben unten die eine Klappe auf, nimmt die Munition, schiebt sie vorne rein, Klappe zu, damit sie rausfällt und einfach nach vorne schieben. Und dann hier einfach einrasten lassen. Weil wenn nicht, wird Folgendes passieren. Zack, da kann er nach hinten schießen. Wollen wir ja nicht. So. Jetzt ist er eingerastet und ich würde sagen, wir schießen gleich mal drauf los. Auf so ein stinknormales 5x11 Panel. So. In die Kamerawinkel sieht es ein bisschen verzerrt aus, aber ich glaube, es macht nichts. Von dem her schießen wir los. Abstand 50 cm ungefähr. Und ich würde sagen, los geht's. Wo ist die Munition denn? Das ist eine gute Frage und zwar steckt hinter dieser Waffe solch viel Power, dass es mir schon die ein oder andere Lego-Teile zerfetzt hat und auch sehr, sehr viele Gummis gerissen sind. Deswegen musste ich die Waffe auch etwas bremsen und mal schauen, wie ich das in den nächsten Videos löse, ob ich das doch noch stärker mache, weil ich gebe euch einen guten Tipp. Infected Beer 95 zerschießt mit seinen Gewehren CDs. Meine wird locker auch richtige Festplatten zerstören. Na, Spaß. Aber auf jeden Fall, die Waffe ist so hart, dass ich nicht damit auf Menschen schießen würde. Bitte lasst es, wenn ihr es mal nachbaut, weil das hinterlässt schon mal blaue Flecken. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Ladevorgang noch einmal an. Hier ist die Munition. So, was machen wir? Hebel hoch. Hinten ziehen. Wenn es einrastet, den Hebel da unten nach unten. Munition immer mit der Seite laden, was sonst hängt ist. So, Hebel hoch, einrasten lassen, zack, Waffe geladen, die Waffe ist scharf und die Waffe, die Munition, die fällt auch nicht runter, weil es natürlich da vorne gesichert wurde. Bei vielen anderen YouTubern habe ich das gesehen, dass die Waffe immer senkrecht gehalten, waagrecht gehalten wird, weil sonst die Munition rausfallen würde. Gibt es bei mir nicht, bei mir ist alles natürlich schön bedacht worden und wir schauen uns gleich nochmal an. So. Machen wir einen Abstand von 1 Meter, werdet ihr nicht sehen, aber stellt euch vor, es ist einfach 1 Meter und zack, das Ding wird wieder zerfetzt. Also, Treffgenauigkeit ist wirklich hoch, aus Platzgründen kann ich das leider nicht demonstrieren. Schaut bei einem anderen YouTuber-Kollegen vorbei, Honda Passion, sein Kanal wird natürlich hier verlinkt, ich wiederhole Honda Passion. Und auch YouTube-Videos, also auch bei ihm mal bitte vorbeischauen. Und wenn euch diese Waffe hier gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonniert mich für mehr Videos. Und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal mit einer noch besseren, noch legendären Waffe von Lego Guide. Bis bald.